nein. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin. Da ist sie. Und ja, ja. Einfach fertig machen. Boah. Ich stehe ja voll im Gift drin. Das ist ja sozusagen der zweite große. Hallo? Hallo? Die ja. Zweite große Boss hier, oder? Aber ich nicht, noch der nicht letzte. So weit, oder, oh, ich weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der erste. Ja, nach dem Skelettkönig meine ich jetzt. Ja. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die Glocke überhaupt irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. Hallo, nicht weglaufen. Ich habe auch so eine Fähigkeit, wenn ich dann irgendwie in der Massenmenge die zünde, dann habe ich so viel mehr Schaden oder was das da ist. Ja. Aber ich weiß auch nicht genau, wie viel das bringt. Wie ist sie wieder? Können wir vielleicht mal nachgucken. Die Gänse wird sich anscheinend. Bitte? Die Intelligenz erhöht sich. Okay. Nicht genug Geisteskraft. Muss mal darauf achten, ob sie gleich da runter geht. Gleich ist sie tot hier. Ja. Oha, zwei gelbe Items. Ein Schlagring und ein Jägerumhang. Yep. Nicht schlecht. Vielleicht sind die sogar gut. Toll, Dämonenjäger, ja, genau, ist das für dich? Die Intelligenz erhöht sich. Ganz schön viel. Ach, sogar. Du bist ein Hexendoktor, Entschuldigung. Nee. So. Hexendoktor. Toll. Das kann ich leider nicht tragen. Nee, meine ich ja. Das hier, brauchst du eine seltene Zweihand-Axt? Nee, ich glaube, ich kann gar keine Zweihandwaffen tragen. Das kann, glaube ich, nur der Barbar, glaube ich. Plus 6 Intelligenz? Gib mal her. Wird sich gut an. Achso. Nee, das war für mich. Okay. So, wir müssen die Frau mal befreien. Ja. Zack. Not bad. Hab Dank, hab Dank. Hab Dank, hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Nein. Können wir nicht. Nein, nun, wir müssen hier durch. Boah, das bringt ja ordentlich was. Was denn? Dann musst du gleich mal irgendwie einen Stab finden oder eine Armbrust, die Einhand. Es war schrecklich, dort festzustehen. Wieso? Den Göttern sei Dank, dass ihr. Ich habe hier so eine komische Voodoo-Puppe, plus 7 Intelligenz, plus 7% mehr Gold. Okay. Und ganz vieles, plus 29 maximales Mana. Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hinein. Ja, ich bin auch nicht so der Fan von zwei. Gelbes Ei. Könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht? Ring hatte ich noch. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassa gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Schauen wir mal. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Stab. Oh, eine Kiste. Ein vampirhaftiger Gürtel kann ich nur für einen Barbar. Oh, ständig Items, die nur der Barbar tragen kann, das finde ich ziemlich uncool. Kommt mir das so vor, oder ist das jetzt heller? Das ist heller, ja. Stimmt, da hatte ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf, aber ist anscheinend jetzt doch hell geworden. Aber das hängt jetzt nicht vom. Also es hängt vom Ort ab, glaube ich, wo man halt ist. Ja. Boah. Hier kommen sie wieder alle angeschissen, die Idioten. Ah. Komischen, was sind das überhaupt für Tiere? Ich weiß es nicht. Weiß ich so. Das sind so. Weiß ich nicht, so Ziegen. Ziegenmenschen. Affen. Heißen die. Ziegenaffen. Gibt's in Afrika. Wo ist das hier? Wieder ein Baum. Schöne. Alter. Der macht ja diese Giftdinger, ne? Alter. Was? Hm? Was? Wie? Was? Wo? Was? Hm? Ich bin leicht verwirrt. Noch so ein Baum. Fällt den Baum. Nicht genug Geisteskraft. Das ist wahrscheinlich so eine Ents und wir bekämpfen die, obwohl die gut sind. Bleiben wir uns auch zuerst an und vergiften uns. Können nicht gut sein. Ja, gut.
Meine Wunden schließen sich. Aha, oh, vergiftet. Und sind schon wieder durch. Wollen wir runtergehen? Ja, ne? Warte, können wir die noch tüngeln? Okay. Oder du gehst einfach runter. Kannst du mal heilen, ja, sonst? Oder? Hab ich. Ach ja, stimmt. Hat wohl geklappt. Was ist das denn? Trommel der Säune? Wenn du ein bisschen trommeln möchtest, dann trommel du mal. Nee. Bin ich so gut im Trommel. Das ist echt bescheuert, ey. Ich hab ein Schwert in der Hand, ey. Und wenn ich aber angreife, packt er ihn nicht auf den Rücken. Genauso wie das Schild, ey. Oh. Segen heilen. Hast du den Segen auch? Ja. Ja. Und das ist halt auch neu, ne? Früher hatte immer nur die Person, die ihn genommen hat, den Segen, ja. Und jetzt haben alle, die da näher sind. 2 Minuten, toll. Ja, hin. Haut ganz schön rein, der Segen. Bitte? Der Segen ist ganz schön heftig. 25%? Ja. Siehst man ja, wie schnell du das schießt dann. Der haut ordentlich rein, also. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, du. Bad. Wahnsinn. Was ist vorne? Das sind Fledermäuse. Wie schnell ich jetzt auch zuschlage mit dem Ding, das ist echt cool. Den würde ich gerne immer haben, diesen Segen. Mäh. Ich glaube, in dieser Höhle gibt es sonst wirklich auch nichts außer ein bisschen Erfahrung. Vielleicht eine Kiste voll Gold. Du hast noch einen Hund, ne? Da hinten. Kamane. Wechseln in ihre Farbe da teilweise. Spürt die Faust der Götter! Wurfspieß des Lüben. Nicht genug Geist. Boah, hier ist ein Blaue, komm her. Ah! Ups, jetzt hab ich geflüstert. Geflüstert? Ja. Aha. Ich wollte dir eigentlich sagen, aber jetzt hab ich an meinen... An den Kumpel. Genau. Was wolltest du schreiben? Den Gegenstand oder was? Gruppe, das ist schon richtig. Hier, so. Das brauchst du wahrscheinlich nicht sowas, oder? Warte. Muss ich erstmal diesen die gelbe Spinne hier umhauen. Stirb! Nö. Das ist ein bisschen zu wenig Schaden. Hier kannst du die Handschuhe gebrauchen vielleicht? Ja, das ist gut. Plus Intelligenz. Jo. Hört sich immer gut an. Ich hatte noch gar keine da in den Handschuhen. Keine Handschuhe? Doch, ich hatte welche, aber ich hatte keine mit Intelligenz, deswegen. Da muss man, glaube ich, wirklich drauf achten. Ja, ja, klar. Auf diese Sachen. Ja. Ist ganz gut, da muss man noch ein bisschen überlegen. Ich glaube, das erhöht ja auch in Prozent, ne? Also wenn du. Ich habe jetzt. Genau, 56 Geschicklichkeit erhöht meinen Schaden dann um 56%. Das ist bei dir mit Intelligenz halt genauso. Du hast halt also natürlich eine starke Waffe, die einen guten Grundschaden macht, aber halt durch die Intelligenz oder bei mir Geschicklichkeit erhöht sich dann halt deutlich der Schaden. Ich habe ja noch einen Ring mit 6 Intelligenz, den kannst du haben. Oh, cool. Das ist wirklich cool, und ja. Desto mehr Schaden du halt nachher machst, desto mehr bringt dir auch dieser Prozentbonus. Ne? Das baut ja alles aufeinander auf. Mhm. Wenn du 50 Schaden machst, machst du nachher 100 und bei 500 Schaden machst du dann schon 1000. Das Doppelte quasi. Naja. So, hier geht's in die zweite Ebene. Ebene 2. Oh. Ja, 25, oh, hier haben wir wieder den Schatz. Gemäh. Das heißt, glaube ich, auch mal anders. Boah. Haut da wieder auch nicht Gold raus. Nur Gold, auch die ganze Zeit. Items von, obwohl ich habe auch einen magischen Dolch, der ist gar nicht so schlecht. 13 Vitalität. Getötete Gegner gewähren plus 4 Erfahrung. Ist das was für dich? Nee, das bringt doch nichts. Überleg doch mal, wir brauchen jetzt schon 38.000 pro Level. Wenn ich dann 5 Erfahrung mehr kriege pro getöteten Gegner, oder? Das ist super. Also 2 Ringe deswegen. Oh, das ist wieder ein gelber. Ja. Keine Chance gegen mich. Haut einfach ab. Erledigt! Das ist ein Ding.
magischer Schneidkolben Einhand. Oh, das ist gut. Gar nicht so schlecht. Ich nehme das mal rein und dann kann ich mal diese Voodoo-Puppe ausprobieren. Mal gucken, ob die... Voodoo. Oh. Oha, komm mal schnell her. Komm her! Ja. Ich bin ja schon wieder hin. Ist ja auch nicht ab. Meine Wunden schließen sich. Aber keine Probleme. Keine Probleme für mich. Ja, ich mache sie fertig. So, ich glaube, haben wir nicht noch irgendwas vergessen da vorne? Nee, ne? Nee. Nö. Ich glaube, Alex ist auch gerade da. Ja, das spielt auch gerade. Ja, hab ich vorhin schon gesehen. Ich hab grad... Wie lange habe ich gearbeitet? Das hier? So, komm wieder, ich glaube, hier ist auch nichts mehr, glaube ich. Ernte ich die Früchte meiner Arbeit, denn Magda hat mich zur Kenntnis genommen. Sie meinst du, dass hier nichts mehr ist? Ah, oh, doch, eine Kiste. Eine prächtige Truhe. Nee, das war... unendlichen Ruhm bringen bombardierten Sachen, ne? Ich kann kaum mein Auge zutun, bis irgendwas mir den Teufel aus Bogen, super. Zweihandbogen, das bringt mir alles nichts. Einhandbogen, wenn du sowas findest, dann... Einhandbogen, gibt's sowas? Hast du nicht mal gesagt? Ach nee, Einhandarmbrüste. Ja, irgendeine Handarmbrüste gibt es, ja. Ja. Oder irgendwie sowas. Oh, hier ist noch eine Kiste. Toll, nichts. Streitkolben sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Bitte? Einhandbogen? Wir sind Streitkolben. Ja, ich habe jetzt so einen komischen Dolch, aber wir benutzen ja eh nicht. Das ist das Komische. So, dann wollen wir wieder raus. Denn wir müssen ja den Stab finden. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ja. Beeilung. Guten Tag. So, haben wir ein paar Leichen hier. Ah, nichts dabei. Schade. Blöde Leiche hat er nichts für uns. Oh. Dafür waren im Baumstumpf 26 Gold versteckt. Also die Leiche hatte was mit mir. Echt? Ja. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Joa. Wir müssen den komischen Wagen finden mit dem Stab. Ah, wo ist er? Boah, hier sind wir diese Ziegenmenschen. Menschen, ja. Ja. Das sind auch Menschen. Und ein Riesenbaum. Oh, wir sind ein gelbes Vieh hier. Aus dem Gift. Oh, 101 in die Leben zu Weimar. Ist echt krass, diese Fähigkeit. Was hast du? Ich muss nur merken, dass ich diese Fähigkeit, dass ich dann Intelligenz von den umgebenden Tieren da quasi aufsauge. Okay. Keine Ahnung. Mal 101 habe ich, oder wie viel? Oh, da ist er. Ja, 101 und jetzt ohne das Ding habe ich nur noch 67. Ja. Ein Unterschied, also. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt habe ich 169 gegänzt, weil mehr Viecher in der Nähe waren. Cool. Ich kann schon mehr. Das ist ein Gegenstand oder eine Fähigkeit, die du da. Eine Fähigkeit. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Die hält auch ziemlich lange an. Der Cooldown ist kürzer als die Fähigkeit, die läuft sozusagen. Ja. Ja, da gibt es so einfach der Baba auch so ein paar Schreie, die gehen dann auch 2 Minuten oder sind cool, dann 30 Sekunden oder was. War nicht so viel Mana. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Jetzt habe ich maximal, dann habe ich 237 Intelligenz. Na, nicht schlecht. Statt 67, ne? Ja. Das ist schon echt krass. Das erhöht ja natürlich auch mal deinen Schaden, ne? Ja. Und deine Resistenzen. Finde ich nur Kack-Items, die ich nicht benutzen kann. Das finde ich nicht so schön. Oha. Hier wieder. Was ist mit ihm los hier? Die Weltmotte. Weltmotte, also. Weil sie sich die Namen ausgedacht haben, muss man ein Genie sein, ein Genius. Ja, ein Genie. Boah! Der Baum hier. Ah, sah gleich schon böse aus. Wie er da so rumstand. Dann ziehen wir mal weiter nach oben. Oh Gott, das ist das Entschuldigung. Komm
Komm schon, die wühlenden Springer.